Herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video ist jetzt der dritte Teil in dieser Serie, die Werbetricks der Industrie und vor allem, wie Sie die dann auch selber für Ihre Anzeigen und so weiter und Blogartikel verwenden können. Das ist jetzt Teil 3 und nach 2 mehr oder weniger Einführungsvideos und Grundprinzipien geht es ab diesem Video jetzt mal um die Sache, wie Sie in die Köpfe der Menschen kommen und Ihrer zukünftigen Kunden kommen. Da gibt es auch verschiedene Punkte, die man hier verwenden und beachten sollte. Und ja, eins möchte ich gleich vorweg sagen, es geht hier tatsächlich darum, Menschen zu manipulieren. Wer das nicht möchte, der kann das Video eigentlich ab jetzt abschalten oder auch die folgenden Videos nicht mehr ansehen. Menschen zu manipulieren ist teilweise nicht richtig, überhaupt keine Frage, aber die Industrie macht das tagtäglich überall, wo man nur hinschaut mit uns und Sie können das auch so machen mit Ihren Produkten, wenn Sie das denn möchten. Wenn Sie nicht möchten, wie gesagt, ist verständlich, aber dann ab jetzt abschalten. Für die, die jetzt lernen möchten, diese powervollen Dinge, die bleiben jetzt einfach dran. Ja, der erste Punkt, und um das dreht sich auch das heutige Video, wie man in die Köpfe der Leute kommt, das ist mit, so, jetzt kommt die Folie nicht, werden wir gleich lösen, doch jetzt ist sie da, Angst. Angst ist ein Thema oder ein Gefühl, das wahnsinnig intensiv ist und das wahnsinnig gut verkauft. Was sollten Sie jetzt beachten, wenn Sie die Angst einbauen in Ihre Anzeigen? Da gibt es zwei Dinge, die Sie sich mal zuerst stellen sollten, zwei Fragen. Gibt es ein verwandtes Thema zu meinem Produkt, durch das sich Angst erzeugen kann? Wenn Sie nichts finden, womit Sie Angst erzeugen können rund um Ihr Produkt, dann ist es natürlich ab jetzt schon erledigt. Überlegen Sie sich etwas, wie Sie Angst erzeugen können, das mit einem Thema, das mit Ihrem Produkt zusammenhängt. Und dann ist der Punkt 2, kann ich mit meinem Produkt das Problem der Angst lösen oder zumindest deutlich verringern? Wenn das nicht möglich ist, ist das Ganze natürlich auch jetzt wieder umsonst. Also diese zwei Fragen sollten Sie sich stellen und wenn hier zum Schluss ein Ja rauskommt, dass diese zwei Dinge vorhanden sind, dann gibt es jetzt eine Formel, die Sie verwenden sollten und können, um mit der Angst Ihr Produkt und Ihre Dienstleistung zu verkaufen. Und diese Formel lautet folgendes. Punkt 1. Erschrecken Sie die Menschen zu Tode. Das klingt jetzt furchtbar schlimm und aggressiv, aber ich möchte damit nur verdeutlichen, je mehr Angst Sie erzeugen können, desto besser ist es. Also das ist Schritt 1 in dieser Formel. Schritt 2 ist, versprechen Sie mit Ihrem Produkt eine Lösung oder eben eine deutliche Verminderung dieses Problems. Das ist auch wichtig. Und zum Abschluss kommt der Punkt 3 und das ist die Abrundung dieser Formel und auch wahnsinnig wichtig, machen Sie es dem Käufer glaubhaft, dass er das Versprochene auch umsetzen kann. Was meine ich jetzt damit? Da möchte ich jetzt ein Beispiel anführen. Zum Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal an, Sie haben ein Selbstverteidigungsstudio in Hamburg. Was machen Sie jetzt, um Angst zu erzeugen? Sie könnten, keine Ahnung, einen Artikel verfassen oder ein Video oder was auch immer, indem Sie einen Bericht zeigen, wie verdammt gefährlich es jetzt schon ist, in Hamburg am helllichten Tag zu gehen oder am Abend eine Statistik dazu, wie viele tagtäglich ausgeraubt werden. Und wie schlimme Verletzungen oder was auch immer dabei rauskommt. Also so könnten Sie hier Angst erzeugen. Ich habe mir jetzt aber nicht näher Gedanken darüber gemacht. Das könnte man sicher noch besser ausschmücken. Das ist mal das Erzeugen der Angst. Punkt 2. Versprechen Sie mit Ihrem Selbstverteidigungstraining in Ihrem Studio in Hamburg, dass es jeder schaffen kann, mit den bloßen Händen solche 2 Zentner schweren Typen, die einen ausrauben oder vergewaltigen möchten oder was auch immer, dass man es bei ihnen lernen kann, diese mit bloßen Händen abzuwehren und dass man sich überhaupt keine Sorgen mehr machen braucht, weil man ihr Selbstverteidigungstraining durchgeführt hat. Das wären jetzt die ersten 2 Punkte. Aber jetzt kommt das Wichtige. Wenn ein 18-jähriges Mädchen mit 45 Kilo es ihnen nicht glaubt, dass sie das erlernen kann, dann haben Sie ein Problem und dann waren die ersten 2 Dinge umsonst. Also so wichtig ist der 3. Punkt. Wenn sich so ein Mädchen überfordert fühlt und glaubt, das kann sie sowieso nicht schaffen oder das Training ist zu hart für sie, dass sie es nicht durchführen kann oder durchhalten kann, dann haben sie verloren. Also dieses Beispiel soll Ihnen veranschaulichen, wie wichtig es ist, auch zu beweisen, dass es die Leute mit ihrem Training, mit ihrem Produkt umsetzen können. Das ist das Um und Auf und das kann man dann eben
beweisen in Form von Testimonials mit anderen Menschen, die das schon geschafft haben. Aber das ist jetzt überhaupt nicht Teil dieses Videos, das kommt dann in einem späteren Video, aber darum geht es jetzt grundsätzlich. Ja, das nächste ist, was ich jetzt sagen möchte, wenn Sie mehr zu diesem Thema haben wollen, zu Werbetricks, zu Internet-Marketing-Tipps und Tricks, kostenlosen Trainings, besuchen Sie meine Seite benjaminbible.at, den Link finden Sie auch unten in der Beschreibung. Und ja, das nächste Video wird in Kürze kommen um das Thema Werbung. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, weil es hilfreich für Sie war, dann würde ich mich freuen, wenn Sie ein Gefällt mir klicken. Gerne können Sie mir auch Ihren Kommentar unter dem Video hinterlassen. Und natürlich abonnieren Sie unbedingt meinen Kanal, damit Sie auch die Updates für die weiteren Videos bekommen. Das war's jetzt von mir. Bis zum nächsten Video. Wiedersehen.